Die Hauptgründe für eine Unfruchtbarkeit sind ein fehlender Eisprung. Was gut daran zu erkennen ist, dass die Periode nicht selten oder nicht häufig kommt. Ursache sind hier zum Beispiel ein hohes Körpergewicht, was dazu führen kann, oder auch ein sehr geringes Körpergewicht oder auch exzessiver Sport. Das sind die Hauptursachen für einen fehlenden Eisprung. Dann gibt es die Möglichkeiten, dass die Eileiter verklebt sind. Das heißt, die Verbindungen zwischen dem Eierstock und der Gebärmutter, die durch Infektionen hier verklebt sein können, dass der Transport der Eizelle in die Gebärmutterhöhle nicht mehr möglich ist. Das passiert im Rahmen von verschiedenen Erkrankungen, aber auch durch Infektionen, die man zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr etc. bekommen kann. Dann noch zu nennen sind letztendlich Ursachen der Gebärmutter. Es gibt Gebärmutterveränderungen, angeborene, da kann man nichts dran tun. Es gibt Gebärmuttergeschwülste, die wachsen genetisch bedingt, kann man auch nicht wirklich präventiv vorgehen, aber die werden mit dem Alter halt zunehmend mehr. Ursachen beim Mann sind eine schlechte Spermienqualität natürlich. Ursachen sind hier schwer auszumachen, aber Nikotin spielt sicherlich eine relevante Rolle. Beim Mann gibt es vielfältige Ursachen, zum Beispiel in der Kindheit ein Hodenhochstand verursacht meist eine schwerwiegende Unfruchtbarkeit, weil einfach der Hoden sich in der frühen Kindheit dann nicht hat richtig entwickeln können. Bei Männern kann es passieren, dass die abfließenden Blutgefäße des Hodens sich zu kleinen Krampfadern entwickeln und dadurch die Temperatursituation im Hoden sich verändert und dadurch auch die Spermienqualität beeinträchtigt ist. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil natürlich die Geburt des ersten Kindes oder die Schwangerschaft sich ins höhere Alter verlagern, ist das erhöhte Alter. Ab 35 bis 37 Jahre sinkt die Fruchtbarkeit der Frau, sodass das natürlich ein ganz relevanter Punkt geworden ist. Wie lange dauert es, bis eine Frau nach der Pille wieder fruchtbar ist? Also bei den alten Pillen hat man manchmal monatelang warten müssen, die waren ja noch sehr hoch dosiert und da hat es länger gedauert, bis zu 3 Monate, bis der Zyklus sich wieder eingestellt hat. Bei den modernen Pillen stellt sich der neue Zyklus sofort wieder ein. Da kann man auch sofort schwanger werden. Es ist nur wichtig, dass die Frau weiß, wann die letzte Periode stattgefunden hat, damit der Geburtstermin richtig ausgerechnet werden kann. Man kann auch mit Hormonen nachhelfen. Man sollte vielleicht wissen, dass die Hormone, die üblicherweise gegeben sind, harmlos sind. Also die Sorge vor Hormonnebenwirkungen ist prinzipiell nicht berechtigt, weil diese Hormone von der Patientin später in großen Mengen selber auch produziert werden. Die Hormone sind dann sinnvoll einzusetzen, wenn die Frau keinen regelmäßigen oder keinen Eisprung hat. Wenn sie kontrolliert gegeben werden, gibt es auch keine Probleme, gibt es auch keine Mehrlinge. Wie gesagt, wenn sie in kompetenter Hand letztendlich verabreicht werden. Wenn wir natürlich weiterführende Therapie machen, künstliche Befruchtung, IVF etc., sind Hormone in der Regel ein Muss. Aber ansonsten bei einer normalen Kinderwunschtherapie nicht zwingend notwendig, nur wie gesagt, wenn ein Eisprung nicht regelmäßig erfolgt.